Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Zelt. Da habe ich mitbekommen, da hat sich wohl in den Kommentaren ein gewisser Fanriss darüber beschwert, dass ich immer so unüberlegt und so schnell vorgehe, was ganz genau das Gegenteil sei von dem, was ich ja normalerweise in anderen Spielen mache. Zum Beispiel in Civ. Also werde ich es mit Garantie diesmal nicht besser machen. Aber ich kann immerhin probieren, nicht zu sterben. Hoppla, den habe ich gar nicht gesehen. Stimmt noch? Ja, perfekt. Nur so gehört sich das gut. Das heißt, ich werde diesmal nicht vielleicht nicht ganz so sehr rushen, dementsprechend weniger Schaden bekommen. Hier ist nichts, cool. Dafür kriege ich aber wahrscheinlich meinen Geschwindigkeitsboost nicht, deswegen wird es ein wenig unangenehmer, weil der Geschwindigkeitsboost ist echt verdammt gut, weil man dann viel, viel besser ausweichen kann und so. Oh. Knappe Sache. Nehmen wir einfach mal klassisch wieder lila. Oder vielleicht diesmal grün direkt. Dann gehen wir diesmal eher aufs Nekromantie-Ding als auf den taktischen Schaden. Und müssen halt nach Möglichkeit eine grüne Waffe finden. Dumm die dumm. Okay, ist nichts mehr. Perfekt. Da, jetzt habe ich auch gerade meinen Geschwindigkeitsboost. Man sieht's. Klingt jetzt gleich auch wieder ab. Okay, doch nicht. Ich hab's noch geschafft, meinen Geschwindigkeitsboost zu retten. Der ist mir wichtig. Er konnte noch einmal sagen, dann war er tot. Haha, voll grausam. Nach kackte. Scheiß Schildtyp, ey. Oh, eine bessere Blutschwert lohnt sich nicht so wirklich. Alles ist nicht so die geilen Dinger. Aber dafür muss man dann auch damit rechnen, dass eine Folge halt weiterhin lange dauert, aber dafür halt lange noch keinen Run kriegt. Also wenn ich jetzt schön langsam spiele und so, dann ist halt dann ein Run wesentlich länger, weil ich halt jetzt normalerweise hier versuche in 3 Minuten durchzukommen. Wer ist das Arboretum? Stimmt, da können wir gucken, dass wir, dann machen wir es am besten gleich auch. Gehen wir zum Arboretum nachher und machen dann den Pilzpimpf, das mit der Opferung. Und dann haben wir hier oben gerade die Alge. Ranke, ich weiß, es ist eine Ranke. Ach ja. Danke. Ich habe die Ranke erst nicht gesehen und dachte so, fuck, wie soll ich da hochkommen? Und dann ist dort der Pilzpimpf. Also wir haben jetzt genau das, was wir brauchen. Sind schon 3 Minuten 20 dran. Das heißt, es lohnt sich nicht mehr jetzt da reinzugehen direkt in die Tür. Wir können auch die restliche Stage machen. So, der auch noch. Perfekt. Also wenn ich dann den Pilzpimpf dabei habe und den dann dort aktiviert habe. Warte mal, ich kann den auch mittlerweile wieder anmachen. Ich will den diesmal kein Mal opfern, abgesehen vielleicht halt eben von dem Blutopferungsdings da. Vielleicht zählt das nicht. Story-Element, nice. Hallo, Zellentür. Hey, du da. Oh, du bist es. Sieht aus, als wäre ich ausnahmsweise mal auf der richtigen Seite der Tür. Was? Hahaha. Ha, ha. Verdammt. Die haben dich aber zu übel zugerichtet. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Keine Antwort. Oh, schade. Ein Tablett. Liegt hier schon seit geraumer Zeit. Ja, okay, das können wir verwerten. 280.
Das schadet nicht. Ja, Pilzpimpf. Du kommst jetzt mit auf tolle Abenteuer. Okay, das ist kein tolles Abenteuer. Wohin können wir noch gehen? Nur noch darunter. Perfekt. Dann gehen wir halt darunter. Weil Pergament der Macht. Sowas lässt man eher ungerne liegen, ne? Der Pimpf haut sofort wieder übel rein. Kann es sein, dass er ein wenig overpowered ist? Dann gehen wir weiter auf den Pimpf. Weil der wird ja auch stärker durch die Grünen. Es wird verwertet. Wir kriegen hoffentlich diese Runde keinen Schaden mehr. Ich glaube, die 30 Kills kriege ich nicht mehr hin. Das heißt, wir können dann gucken, ob wir vielleicht in dem nächsten immerhin die 60 hinbekommen oder so. Nice. Oh, schade. Aber ein bisschen Quatsch mit der Tür machen darf man trotzdem. Ja, cool. Ja, dass die Tür auf ist, habe ich mitbekommen. Lol, der hat den einfach... Ich wollte eigentlich wegdodgen und dann hat der Pimpf den einfach komplett weggepusht. Das ist halt... Der ist halt richtig gut. Ich finde den immer noch übel, super. Oh ja, noch eine Truhe. Nehmen wir auch noch mit. Was haben wir drin? Granate, okay. Haben wir vielleicht die Symbole hier an den Standarten da was zu sagen, was da drin ist? Weil das sieht ja so ein bisschen aus hier zumindest wie so eine Bombe. Kann ja sein, dass es dann irgendwas zu heißen hat. Nimm lieber die Eisgranate mit, die sind viel stärker, glaube ich. Zumindest nützlicher. Okay, hier ist die Promenade der Verdammten. Das heißt, wir haben jetzt das gesamte Areal erkundet. Und dann können wir drüber gehen zum Arboretum. Jawohl. Ja, hallo Pimpf. Lange nicht mehr gesehen. Wieder so schön mit den Armen wackelt, wenn er gerade nichts zu tun hat. Hui, hui, hui. Nein. Okay, dann reden wir mal und machen weiter von Spezialhändler. Weil das klingt ja ganz cool und so. Ne? Kann man ja brauchen. Neu schmieden. Tatsächlich lohnt es sich bei keinem hier wirklich was. Bevor ich den Pilzpimpf, den werte ich mal auf. Ja, das schadet nicht. Die Mutation. So, da wir jetzt auf Überleben gegangen sind, fangen wir besser mal mit der Nekromantie an. Zwar geht Überleben auf Schild und sowas. Ich habe eindeutig keinen Bock auf Schilder. Das ist so ekelhaft. Ich mag Schilder nicht in dem Spiel. Ich weiche halt lieber aus, anstatt halt dann zu kämpfen. Anstatt halt das Schild zu halten. Das malerische Licht, das besandt. Oh, schon weg. Schade. Okay, komm zurück. Wir wollen es jetzt hier möglichst ohne Schaden durchschaffen, ne? Okay, mein Pimpf hat den gegnerischen Pimpf getötet. Perfekt. Bestraft. Lol. Ich wollte eigentlich da runter hier einen Runterdash machen. Aber ich bin versehentlich in das Ding da rein. Fuck. Die gegnerischen Pimpfe sind halt auch noch stark. Die hauen mich halt auch ordentlich weg. Hier komme ich wahrscheinlich nicht hoch? Nee. Okay. Dann bleiben wir einfach direkt oben. Mein Pimpf macht sie einfach alle fertig. Mein Pimpf ist einfach mehr wert als eine Armee von gegnerischen Pimpfs.
Und das beweist doch gerne immer wieder mal. Meine Waffe macht hier gar keinen Schaden mehr, ne? Nice. Drehe ich mich um, wird der andere wieder wach. Mein Pimpf macht ihn einfach platt. Der Morast der Verbanden ist das, wo wir nachher weiter her wollen. Da war ja dann das Ding, was wir haben wollten. Haha. Holy fuck. Achso, warte. Denn ist der Raum, der mir, der leere Raum, der keinem hier was sagt. Gehen wir einfach mal rein. Ja. Ja, warte, das ist jetzt ein anderer Raum. Der Baumsturm. Diese Infizierten scheinen in diesen Baumsturm eingeschlossen worden zu sein. Oh lol, stimmt. Da fragt man sich doch, wer in dieser Geschichte die wahren Kranken waren. Oh, ein Schädel. Ach du Schande, warte. Achso, ja, da drin, okay. Ich dachte jetzt gerade, die gesamte Glaskugel wäre der Schädel, aber nein, ist einfach nur da drin nochmal so ein Krähenschädel drin. Der Schädel einer Riesenkrähe wurde mit einem Brei aus Organen, Innereien und Wurzeln der örtlichen Fauna vermischt. Und mit der Rinde eines riesigen, uralten, roten Baumbiss verbunden. Das perfekte Einsteigerpaket für böse Hexenmeister. Ja, genau das. Kann ich was davon kaufen? Ich will auch ein Einsteigerpaket. Schade, ich dachte, ich könnte zwar Waffen oder sowas klauen. Aber anscheinend ja eher nicht. Gut, mein Pimp schubst einfach den Typ mit den Stacheln gegen die Wand, wodurch der noch Bonusschaden bekommt, aber dann nochmal in die Stacheln rein. Was für ein Mörderling. Sehr sympathisch. Oh, hier ist Schatz. Ist doch wohl klar, dass wir den Seenschlitzer nehmen, ne? Okay, warte mal. Das Ding ist Taktik. Hm, ja, an sich wäre es schon ganz cool, jetzt mal eine bessere Waffe zu haben, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Das wäre halt richtig krass. Ich nehme das. Dann brauche ich selber nicht zu kämpfen, dann lasse ich einfach meine ganzen Minions kämpfen. Ich muss mich einfach nur umdrehen und sofort stirbt der Gegner. Na, verdammt. Ich dachte, ich krieg den vielleicht gestunt, aber es ist nicht ganz gelungen. Danke. Der wollte gerade irgendwas werfen und mein Pim kommt einfach an und boxt den jetzt nicht. Oh lol, da ist noch einer. Ja moin. Oh cool, Brechstange. Der gierige Schild ist auch ganz nützlich. Der Eisbogen ist richtig geil. Bringt aber leider nichts gegen Bosse und ich muss halt so ein bisschen gucken, dass ich vielleicht was gegen die Bosse bekomme. Zumindest gegen die großen Viecher da hinten. Ich glaube, die kann ich auch nicht einfrieren. Nee, davon nehme ich da nichts mit. Obwohl, ich könnte halt den Schild mal probieren. Ich glaube, ich probiere mal es mit dem Schild. Okay. Hier waren wir überall schon, ne? Sieht zumindest so aus. Ich warte am besten einfach auf den Forscherinstinkt und dann sehen wir ja, ob es das dann war. Weil dann müssen hier Feinde ja noch angezeigt werden oder sowas. Feinde und Loot. Feinde! Danke. Damit habe ich gerade nicht gerechnet und deswegen habe ich natürlich auch mal direkt nochmal Schaden bekommen. Gehört sich auch so, finde ich. Ach stimmt, ich habe ja gar keinen. Ja, stimmt, man muss es besser timen. Ein Wirbelfächer ist sogar ein seltener Entwurf. Uiuiui. Mamma mia. Habe ich den gerade darunter gepusht? Oder so war das mein Pimpf? Lol, ich habe beide auf einmal pariert. Okay,
Okay, man kann also, wenn man es richtig timet, wahrscheinlich beide auf einmal killen. LOL! Mein Stein hat das, also der Stein, den ich reflektiert habe, hat die einfach komplett weggehauen. So gehört sich das. Verdammt, nicht gut genug getimed. Okay, wenn ich das so ein bisschen übe, dann kriege ich das vielleicht sogar hin. Üben wir nochmal an dem Viech. Okay, nicht geschafft. Danke. Der Pilzpimpf ist super, um andere Pilzpimpfe zu töten. Jawohl. Hoppla. Ja, da konnte ich leider nicht üben, das hat mein Pimpf schon erledigt. Danke. Oh. Oh, hoppla, den habe ich nicht mehr gesehen. Okay. Aber immerhin, ich habe nochmal irgendwas pariert. Nice. Pimpf. Ich wollte den nicht im Nahkampf angreifen, weil dann hätte ich wahrscheinlich Schaden bekommen. Okay. Okay, das war nicht perfekt getimed. Perfekt. Perfekt. So, dann gehen wir mal hier runter. Was gibt's hier unten? Gegner. Cool. Fuck, falsche Richtung. Ich habe in die falsche Richtung einfach geblockt. Okay, hier komme ich nicht durch, wie immer. Wir haben links oben hier noch gar nicht fertig, was? Oh verdammt, da hätte ich nur noch mal parieren müssen. Aha. Ja, nehmen wir mal. Ne? Bisschen Leben schadet nicht. Schadet's nicht! Wie komme ich da oben rein? Okay. Verdammt, nicht geschafft. Ich werde die Killstreak hier ohnehin nicht bekommen in dem Real, deswegen probiere ich einfach weiter mit dem Schild so ein bisschen zu spielen. Vielleicht kriege ich es dann irgendwann hin. Und sterbe nicht bei jeder Begegnung mit dem Schild. Hier oben waren wir schon, ne? Ja. Cool, dann können wir jetzt weitergehen. Obwohl, ne, hier unten war ich noch nicht. Danke. Ich lasse einfach alles dem Pimpf machen. Zu faul, es selber zu tun. Okay. Dann können wir jetzt hier weitergehen. Und dann kriegen wir nachher irgendwann den Forscherinstinkt. Und dann sehen wir auch alles, was ich verpasst habe. Warum ist mein Pimpf eigentlich zurückgeblieben? Pimpf! Mein Kleiner! Kommst du mit? Hä, warum will der nicht mitkommen? Kommst du hier mit? Ja, okay, jetzt kommt er auf einmal mit. Merkwürdig, hä? Jetzt will er mich wieder nicht mehr folgen. Hey, komm! Magst du die Pflanze nicht, oder was? Dann komm halt her und sag, zeig mir, wie gut du hier bist. Danke, kleiner Kerl. Hey, irgendwie mag der einfach den Bereich ja nicht, oder was? Weil man sieht halt, also hier so die eine Linie da, da will er nicht drüber hinwegkommen. Okay, gut, dann muss ich halt alleine weitergehen. Easy. Dann triggert halt weiterhin die Pflanze da hinten. Ja, ist aber klar. Taktik. Aber dann versuchen wir halt wirklich mal so einen Lebenslauf zu machen. Vielleicht bringt es auch was gegen den Boss. Okay, auf einmal ist er wieder da. Meinetwegen. Ich dachte schon, ich hätte ihn verloren.
Oh verdammt, den habe ich gerade nicht gesehen. Danke. An sich wäre das Tonikum ziemlich gut. Und die Bärenfalle ist immer extrem nützlich. Aber ich würde gerne eine Bärenfalle später kaufen gegen einen Boss. Und das Tonikum lasse ich heute mal zurück. Denn ich glaube, es wird gleich sinnvollere Sachen noch geben. Da wollte er gerade irgendwas machen. Darf aber nicht. Okay, Forschungsding ist durch. Perfekt. Dann kann ich kurz mal auf die Karte gucken und schauen, wo wir alles was verpasst haben. Okay, da haben wir nur einen. Da haben wir ein paar Gegner verpasst, tatsächlich. Ja. Aber ansonsten haben wir eigentlich tatsächlich ganz gut alles hier abgeriegelt. Abgesehen von einem Bereich, wo wir noch nicht waren. Wo die symmetrische Lanze liegt. Geil! Darauf freue ich mich. Ist sie nicht Gesundheit oder? Also hier Leben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die nice. Und den Bereich, wo wir nicht hinkommen. Ich gehe auf keinen Fall zu den Ramparts, wenn ich gerade die Möglichkeit habe, meinen Pimp gleich zu opfern. Nice. Meine Güte, ist der brutal, der Pimp. Darf jetzt erstmal ein Scroll. Natürlich Leben. Danke. Einfach nur zugucken, wie der Pimp alles umbringt. Ist ein bisschen asozial, ist mir aber egal. Ja, der Sehnschlitzer ist auch recht stark. Ja, tatsächliches Leben und Gewalt. Brutalität. Das heißt, passt doch mit unseren vier Leben. Dann gehen wir halt auf das Lebensbild. Dann müssen wir noch die paar letzten verbleibenden Gegner töten. Die uns noch fehlen. Hier war doch noch irgendwo her oben. Wow, und das bisschen. Da macht er mir einfach noch Schaden, der Arsch. Dover gegnerischer Pimpf. Dann teleportieren wir uns tatsächlich hier hin zum Job. Springen den hier wunderschön herunter. Wie galante Gegner. Und machen die beiden Pimps hier noch fertig. Perfekt. Da, und dann gehen wir zum Morast. Der Verwandten. Wie immer. Ja, haben wir nicht geschafft. Ich war zu schlecht, ich weiß. Tut mir leid. Wirbelfächer. Brutalität, Taktik. Nach dem Abwehren eines Geschosses verursachst du 8 Sekunden lang kritische Treffer. Benutze die Macht. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Alles nicht? Also es benutzt du die Macht, vielleicht eine Anspielung auf Star Wars oder sowas. Aber ich weiß nicht, woher der Fächer kommt. Und das ist wahrscheinlich ein Schild, ne? Ne, ist kein Schild. Das ist tatsächlich. Also, das heißt, ich. Das ist eine gut in der Kombo mit einem Schild oder was. Dann gleich einfach lieber hier mit dem. Boah, ich mache mit zwei Schlägen das Ding kaputt. Ah, alles klar. Ich liebe die symmetrische Latze. Gut, dann haben wir aber gleich den Spezialhändler. Der ist viel cooler bestimmt als der Fächer. Neue Schmieden. Was betäubt das Opfer? Okay, das war jetzt wahrscheinlich dumm. 20% Schaden mehr kann ich. Gut. Lohnt sich nicht, weil ich davon kein Fan bin und das ist zu niedrig levelig. Das werden wir wahrscheinlich demnächst auch noch austauschen. Dann nehmen wir eine Mutation. Wir gehen ausnahmsweise mal nicht auf den Bogen. Und dann vielleicht eher nochmal tatsächlich auf ein Schild oder sowas. Oder auf eins von den Dingern. Nee. Brauchen wir Bogen für. Das lohnt sich halt immer. Das, also wir haben ja auch eine mit der mit dem RT, mit dem Sehnschlitzer. Das lohnt sich tatsächlich nicht so sehr, weil wir nur den Pimp haben und der ist halt, der klingt nicht ab, der ist halt dauernd da. Dann machen wir den Gegenangriff. Das lohnt sich wahrscheinlich am meisten. Und ansonsten können wir dann nach der nächsten Stage wahrscheinlich noch das mit dem, ist ein Unterstützungsding holen. Hab ich gefühlt vergessen, was ich war.
Meine Güte, ey. Oh, die Musik ist wieder geil. Geil, eklig. Komm mal her, mein Junge. Okay. Okay, cool. Ich habe den ohne Schaden besiegt. Damit habe ich selber gerade nicht gerechnet. Ist schon krass. Was ein Fanvolk. Okay, hier sind wir wieder bei dem widerlichen Gestank angekommen. Perfekt. Einfach alles meine Minions machen lassen. Stimmt, diese nervigen Sniper-Jungs hier. Oh cool, eine Todeskugel. Klingt interessant. Erstmal heilen. Gerade einmal richtig hart verkackt. Aber Hauptsache trotzdem einfach ein Massaker mit der Klinge machen können. Boah, ist das geil. Oh, das war das Falsche. Ich wollte eigentlich das Ding da öffnen. Stimmt, ich glaube, der kann seine eigene Klinge ins Gesicht bekommen, wenn man ihn stunt. Okay, ich sollte mehr parieren auf jeden Fall. Aber erstmal schlage ich mich weiter hier durch, es ist so schön. Symmetrische Lanze ist so cool. Haut einfach alle Richtungen weg. Also es ist vor allem auch gut gegen Massen von Gegnern, wie man sieht. Weil die halt ein bisschen... Verdammt, der hat mich nochmal verwunden können. Gibt's da nicht. Ich sollte wieder mehr aufs Parieren gehen. Aber es ist halt schwer mit der großen Lanze. Weil wenn man hier mit zuschlägt, dann ist der Gegner nach Möglichkeit gestunt. Und deswegen versucht man halt, den Gegner lieber schneller zu stunnen, als halt zu blocken. Lohnt sich meistens eher. Oh, hoppla. Da sind noch Gegner. Okay, ich sollte deutlich nicht versuchen, hier in dem Areal, wo solange ich noch kaum Leben habe, auf Stun zu gehen. Auf Blocken, meine ich. Ach komm. Ach komm, als ob der dem dann noch abhaut. Oh, hoppla. Ich hab über die Schlucht. Die Lanze ist so geil. Geht vor allem auch so weit. Okay, da komme ich leider nicht rein. Das Gute ist, ich heile mich gerade jedes Mal, wenn ich Schaden mache. Also wenn ich glaube, wenn ich jemanden töte. Weg mit dem Viech. Der Pimp ist halt echt perfekt einfach. Best Friends Forever. Oh, ich habe ein Pergament des Wächters übersehen. Was? Tatsache. Okay, danke. Ich hätte den auch noch jagen müssen, den Kerl da. Das wäre nervig gewesen. Mehr Gesundheit. Sollte vielleicht einmal gleich Stärke nehmen, dass ich halt 65% mehr Leben habe, dann hat sich das. Damit ich die ganze Zeit aufs Maul bekomme. Okay, da komme ich nicht her. Das heißt, ich muss wieder da runter. Gehen wir jetzt nächstes Mal zu dem Shop oder zu dem... Ich glaube, kein Shop. Es ist ein Geschenkeladen. Geschenkdingsens. Ja. Kiste müsste es sein. Oder sowas in die Richtung.
Hier ist richtig jetzt, ne? Ja, perfekt. Na, oh, eine verfluchte Truhe. Ja, komm, traum weiter. Irgendwie sterbe ich nicht gerne. Und deswegen werde ich auch diese Truhe nicht treten. Der teleportiert uns am besten gerade schnell runter und dann kann ich links hergehen oder rechts her. Danke. Ich fände es jetzt gerade ziemlich cool, wenn ich ein Schild hätte, der halt heilt. Das wäre ziemlich nützlich. So, der verbrennt, weil ein Gegner fällt auf den runter, der stirbt dadurch, verbrennt dadurch, also verursacht deswegen Feuer und deswegen stirbt der nächste Gegner auch noch. Na komm schon. Danke. Danke. Halbfix, immerhin. Danke. Das Gute ist, diese Dinger, die hier die ganze Zeit spawnen, ne? Die kleinen Beißerchen, die sich hinter uns her teleportieren, die sind echt nützlich, weil wir konnten an denen einfach heilen. Nehme ich jetzt einmal Brutalität, damit wir plus 65% Leben bekommen. Das ist gerade echt nötig. Bitter nötig. Allein weil das Blut am Bildschirmrand mich die ganze Zeit provoziert. Beziehungsweise ich dadurch halt verunsichert werde und ein bisschen. Naja, es sorgt auf jeden Fall dafür, dass meine Moral sinkt praktisch. Okay. Ja, dann machen wir gerade den Boss hier. Da nochmal ein Viech. Das ist ein kleines Ding. Komm her, komm her. Ach komm. Fucker. Ein winziges bisschen Leben. Oh, hoppla, das war der falsche Knopf. Verdammt. Ich wollte aufheben und habe versehentlich den Pimp geopfert. Okay, nice, läuft immerhin. Danke, das Geschütz hat gerade wieder. Ich lasse jetzt wirklich alles Pimp und Geschütz machen, ne? Weil die sind die einzige Möglichkeit, dass ich Leben bekomme, ohne auf jeden Fall in die Stadt zu kommen. Nein! Nein! Blueprint-Zellen, der Pimp, nein. Ich sollte nicht wieder mit Schild spielen, das war ein Fehler. Das Schild hat mich mehr Leben gekostet, als er gebracht hat. Och nee. Hab ich echt nur den ersten Goldsack? Nee. Dann probieren wir direkt mal was Neues aus. nein, warte, den will ich doch mitnehmen. Ich mag den Nussknacker tatsächlich gar nicht gerne. Dann nehme ich das hier als Nahkampfwaffe mit und. Das ist jetzt Fernkampf. Weil das hier ist halt wirklich, wenn man die Reichweite guckt, winzig. Das ist keine Nahkampfwaffe. Keine Fernkampfwaffe. Das kann man halt ganz gut verwenden, um Gegner durchzuschocken. Aber wie auch immer, wir beenden das jetzt hier, weil ich jetzt gerade verkackt habe und ich keine Lust habe, jetzt nochmal zu versuchen. Weil es war so schön. Okay. Naja, wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Das nächste Mal wieder der Zeltspieler. Und bis dann. Tschüss.